Leute, es ist soweit. Der letzte Part von Splatoon im Story-Modus. Heute werden wir den Final Boss eliminieren und somit besiegen im First Try. Ich nehme all meinen Mut, meine Kraft zusammen, nehme mein Gamepad, das Gamepad da, ihr seht es, und ja, und ja, gehen wir durch dieses Teil, wovon ich immer noch keine Ahnung habe, was das sein soll, drücken ZL und gehen zum Boss, dies heißt in den Fängen der Oktotyrannei. Ich kenne den Boss zwar in- und auswendig, aber ich würde sagen, es wird herausfordernd und es wird ein Kinderspiel. Und eine kleine Bitte, wenn du das siehst, Steven, wir haben eine Wette ausgemacht. Ich werde das auf jeden Fall schaffen, vor Release von Splatoon 2 die Aufnahme auch hochzuladen. Aber eine kleine Mini-Wette, wie gesagt, falls du das siehst, wenn ich den Final Boss im First Try nicht schaffe, dann werde ich es Let's Playen. Und ich werde wirklich dieses Versprechen halten. Du hast es gehört. Und ja, das wollte ich nur gerade eben loswerden. Und ja, wir fangen jetzt an mit dem Final Boss. Ja, also habe ich quasi die zwei Wetten ablaufen. Final Boss und First Try schaffen. Und das. Und den letzten Part vor Release von Splatoon 2. Also am Donnerstag. Ich nehme das hier am Mittwoch auf, dem 19. Also am 20. muss der letzte Part kommen. Und ja. Scheiße, was habe ich gemacht? Ich werde das so bereuen. Also wenn ich das nicht schaffe, bin ich sowas von am Arsch. Ich habe mit Matt nichts zu tun. Und okay, egal. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Das fällt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Und da ist er, der Riesen Elektrowelz. Den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Aber so leicht bekommen wir den nicht. Er wird aufgesaugt in irgendeinen Behälter. Kann man jetzt zwar nicht dazu sagen, aber ja. Und das ist der Final Boss. Der Octo-Boss. Der Leiter, dieser ganzen Nervenbündelnde. Dieser dritte Name DJ Octario, wo ich vom ersten Zocken, okay, ein weirdes Gefühl hatte, warum auch immer, okay, es passt zu ihm, weil seine komischen Teile und dann, ja, aber egal. Wir machen den Boss. Boah, ich bin aufgeregt. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Was denn bitte schön? Das würde ich mal gerne so in Frage stellen. Was hat dir gehört, bitte schön? Der Riesen-Elektrowelz, den du geklaut hast? Würde ich mal nicht so ganz sagen, denn er gehört uns, falls du den gemeint hast. Na komm, greif weiter an, ich bin bereit. Bis jetzt ist alles ganz easy. Aber auf seinen Angriffsmuster mal zu erklären, er wirft noch solche roboterartigen Fische, einfach nur solche Mini-Roboter von sich ab, um uns quasi abzulenken. Und dann hat er noch seine Fäuste, die er noch mit angreift. Und die müssen wir zurückschleudern. Aber die gilt nicht als Treffer, sondern nur als Rückstoß. Und dann fährt er wie so eine komische große Kugel ab, die wir zurückschleudern. Die ein bisschen so von der Art des Angriffs wie Ganondorf ähnelt aus Ocarina of Time oder generell aus Zelda.
Ein bisschen lame, aber naja, gut. Den ersten Treffer haben wir auf jeden Fall schon. Impertinenter Inkling. Kannst du es eventuell in einem anderen Deutsch verfassen und nicht in solchen Fremdwörtern? Ich habe mit Fremdwörtern wenig am Hut. Der Heulboje hat auch noch parat. Also die erste Phase ist soweit noch ganz okay. Nummer 2 hat er irgendwas gesagt, aber ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Schon mal sorry dafür. Naja, ich will es jetzt nicht so krass übertreiben. Naja, wobei, wir übertreiben gerne. Beziehungsweise ich übertreibe gerne. Wir pirschen uns etwas schneller auf jeden Fall voran. Ausrüstungsteile sind auf jeden Fall hier gerne gesehen. Jetzt vor allem jetzt hier im Final Boss. Naja, ich bleib mal lieber doch ganz kurz. Ich will ihn noch etwas weiter zurückdrängen. Na, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Aber, okay, die andere Faust haben wir schon mal zurückgelenkt auf ihn. Auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und hier schon die Schriftrolle. Die eigentlich kein Interesse hier hat. Weil die Boss-Schriftrollen werden ja nicht mehr dazu gezählt. Warum auch immer. Warum auch immer, ich weiß es selbst nicht. Habe ich keine passende Erklärung dazu. Okay, jetzt sind wir schon ganz nah bei ihm. Also, er hat jetzt schon wie so eine Art Schutzschild. Okay, da hätte ich jetzt besser aufpassen sollen. Das war jetzt richtig dämlich von mir. Aber naja, gut. Weil ihn können wir ja nicht direkt angreifen, weil er hat ja wie so eine Art kleinen Schutzschild. Wäre ein bisschen dämlich, wenn wir ihn direkt angreifen würden. Also immer wieder nur so mit unserer Heldenwaffe. Wäre ein bisschen komisch. Also er schickt da wieder unsere komische Kugel, die wir wieder zurücklenken müssen, ne? So oft, damit er es nicht mehr gebacken kriegt. Und das müsste jetzt sein. Nice. Der zweite Treffer folgt sogleich. Los, meine Schergen! Naja. Du hast recht billige Schergen. Und die sollen mich daran hindern. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, ey. Aber ja gut, ein Versuch ist es ja wert, ne? Ah, scheiße, ich hätte weiter drauf schießen sollen, verdammt. Ja, jetzt kommen Oktorekruten ins Spiel in Form eines Balles. Und erst wenn sie auf dem Boot, ne, explodieren oder so ähnlich. Erst dann werden sie aktiv. Ich habe keine Zinne mehr, das ist nicht gut. Wieder die kleinen Octobots erstmal hier alle vernichten. Hat der die andere Post einfach so irgendwie? Der hat die irgendwie gar nicht richtig benutzt, kann das sein? Ja, da ist jetzt schon mal einer dabei. Ich habe keine Tinte. Ich brauche auch Tinte. Muss so gut wie möglich immer alles vollladen lassen. Aber irgendwie geht das noch schneller weg, habe ich so das Gefühl. Aber naja. Ja, ich möchte mal gerne weiter voranschreiten, wenn das möglich ist. Danke. Ich stelle mich gerade ein bisschen doof an. Okay, jetzt macht er wieder sein Angriffsmuster weiter. Das freut mich, da können wir ja weitermachen. Ja, so langsam rastet er schon ein bisschen aus, beziehungsweise er liegt aber auch daran, dass ich etwas zu nah bin. Okay, gut, ich hab's verstanden. Ja, oh, scheiße. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das schon hin. Macht euch bloß keine Sorgen, ich krieg das in First Try hin. Safe. Ich hoffe es. So langsam bezweifle ich es. Meine extra Wette wird noch schwieriger, den jetzt irgendwie zu killen, habe ich so das Gefühl. Aber ich werde es schon schaffen. Ich schwöre auf alles. Naja, man merkt, dass er langsam so etwas mehr ausrüstet. Aber macht euch keine Sorgen. In der letzten Phase ist er im Assi-Modus, also wird es noch schlimmer. Das ist noch harmlos. Da hätte ich doch ein bisschen schon zurückdrängen sollen. Ja, nicht so nah, oder? Ah, nee, komm, scheiß drauf. Wir machen gerne ein Risiko. Ja, noch gerade bei der Wette. Werde ich einfach mal so übertreiben. Okay, das geht noch. Na komm, mach deine Fäuste. Okay, den einen habe ich irgendwie durch den Ballon so abgeblockt. Das ist wunderbar. Aber nur einen. Komm, mach wieder den Ganondorf-Move. Ich warte schon darauf. Scheiße. Okay. Aber mach noch mal. Jetzt werde ich am besten das Ding einsetzen, aber ist nämlich so schwer. Okay. Hätte ich jetzt nicht getroffen, wäre das richtig lächerlich gewesen. Verdammt. Für wen hältst du dich? Ja. Für was ganz Besonderes, wenn du es
so genau haben willst. Los, Nummer 3. Ja, ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Vorletzter Checkpoint. Also bis jetzt kriege ich sogar hin mit dem Kommentieren. Ohne, naja, gut. Selbstlob. Aber ist alles Standard. Okay, weiterer Ausrüstungsteil. Maximal wäre auf jeden Fall besser gesehen. Ja, du kannst dich gerne wieder marschieren, ne? Also geh weg. Damit wir wieder einen Treffer von dir erleiden können. Nee, so nicht. Naja, egal, passt schon, egal. Den Zucker behalte ich mal. Ah, ich bin auch übrigens gerade mit den kompletten Rüstungsteilen ausgerüstet. Nein! 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 Das ist jetzt nicht passiert. Ich nehme die Wette zurück. Scheiße! Nein! Richtiger Noob-Fehler! Nein! Das darf nicht wahr sein! Ich hab sonst immer geschafft, ja. Vorführungsmodus activated. Nein! Nein! Ich hab's zurückgezogen, also jetzt mega. Ich bleib bei der alten Wette. Scheiße! Mann! Warum muss mir das jetzt auf einmal passieren? Richtig lächerlich. Ach Mann. Ja, schieß weiter drauf. Sollte nicht das Ziel verfehlen. Wessen beide Arme hier auf den Klumpen drauf und gut ist. Okay, wir sind doch ein bisschen zu nah. Kann das sein? Ich denke mal, ja. Dann wird er alle beide Arms drauf, beziehungsweise seine Fäuste. Die Taktik wird auf jeden Fall nicht geändert. Auch in der letzten Phase nicht. Ah, komm, wir sterben. Ah, bis jetzt geht noch. Aber krass ist gleich noch mehr aus. Gleich soweit wir in der letzten Phase angelangt sind. Verdammt! Was mache ich für einen Scheiß? Jetzt wäre ich wieder fast tot. Und verpisst euch, ihr habt hier nichts zu melden. Ich habe doch noch keine Tinte. Alter, ist das schlimm. Übertrieben. Na komm, mach deine Phase nochmal. Kannst du ja so gut. Allerdings war das da jetzt bei dieser Plattform jetzt ein kleines bisschen schwierig. Eventuell ja, doch schon, ja. Oh, scheiße. Okay. Tinzuka, komm. Ja! Nice! Ich besitze doch ein sogenanntes Aim. Hurra! Dafür wirst du bezahlen! Jetzt kommen wir zur letzten Phase mit dem mega geilen Soundtrack. Geil! Ha! Wunderbar! Was ist das für ein Lied? Kannst du unser Lied hören, Nummer 3? Du hältst es falsch herum. Das ist doch... Das ist genau meine Musik. DC Sirens. Jag doch deinen Enkelinnen nicht so einen Schrecken ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Der kann sich jetzt schon fast selbst retten. Er hat sich ja schon entseilt. Aber okay. Nochmal alles geben. Hätte ich diesen verkackten Noob-Fehler nicht, dann würde ich es auf jeden Fall schaffen. Aber gegen Ende wird es jetzt richtig kacke. Also, jetzt auf jeden Fall noch schlimmer. Aber bei der letzten Plattform, wo wir ihn dann das letzte Leben abziehen, dann wird es richtig heftig. Na, ich bleib mal lieber auf der Plattform drauf. Weil er nähert sich schon mal wieder. Setzt wieder seine alltägliche Heulboje ein, die wir zum Glück gerade noch so ausweichen konnten. Naja, alles dient nur zur Ablenkung. Komm, setz deine Fäuste ein. Brave Kreatur. Ich kann ja Junge nicht sagen. Das ist ja geschlechtslos. Oder
Race das doch mal. Nee, wenn das Geschlecht unbekannt ist, dann ist es ja Genderfluid. Ja, stimmt. Was lab ich hier gerade für Themen? Es ist Final Boss. Und nicht irgendwie Off-Topic-Zeugs. Was weiß ich, egal. Ich muss irgendwas sagen. Okay. Zweimal eine Schelle. Wird aber kommen. Läuft doch. Richtige als Ziegenschelle an Dijactario, das passt. Na komm. Na komm. Ich werde jetzt nicht weitergehen. Das wäre ein kleines bisschen zu heikel. Heftig, heftig, heftig. Aber wir sind jetzt schon da bei dieser letzten Plattform, wo es ein bisschen schwierig wird. Aber ich denke mal, das müsste trotzdem zu schaffen sein. Oh, scheiße, knapp. Holy shit, Mann, was ist los? Setzt man das seine Fäuste ein. Rechter Arm. Linker Arm. Und in die Fresse. Ja, gleich. Gleich wird er wieder die Kugel heraufbeschwören. Jetzt wird's alles so. So ein Gegner rumgespamme, ey. Aber das macht's so interessant trotzdem. Es war nur so Gegner-Spamme von ihm. Aber trotzdem finde ich den Bossfight so mega geil. Ist wirklich ohne Witz. Ohne Witz. Was hast du gesagt? Ich werde das nun zum Ende bringen. Ja, das sagst du, aber ich werde es zu Ende bringen. Hätte ich einen Tenzuka, wäre das jetzt viel besser gewesen. Ich werde jetzt gleich mein Schutzschild einsetzen, ne? Und am besten jetzt. Und das war's bei dir. Geschichte bist du. Und tschüss, Mann. War nett mit dir. Eigentlich nicht. Wie ist das möglich? Von einem Inkling besiegt. Wie bedauerlich. Verpiss dich und lass dich hier nie wieder blicken. Der Kampf war mit dir nett, aber nun bist du von uns gegangen. Und das auch zu einem positiven Zeitpunkt. Wunderbar. Jetzt sehen wir wieder hier den Titelbildschirm. Und ja, der Riesenelektrowels, ich hatte fast vergessen. Der Riesenelektrowels ist wieder an seinem Platz. Das ist wunderbar. Wir drücken ZL und ZR. Und dann kommen diese extra Nachrichten. Ganz in Kopolis schläft nur der News-Tigger nicht. Wie? Was? Wo? Oh, was gibt's denn um die Uhrzeit? Der riesen Elektrowels ist zurück am Tintenturm. Juhu, toll. Boah, echt? Das ist ja mal eine Neuigkeit. Wo er war? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, jetzt ist er ja wieder da. Juhu, lass uns das mit einem Ständchen feiern. Um die Uhrzeit? Naja, warum eigentlich nicht? Und da kommen wir nun zu den Credits, wo uns schon mal so gezeigt wird, wie wir uns hier bewegen können und auf jeden Fall können wir hier rumschießen. Also wenn das keine Alternative ist, so die Credits zu zeigen, dann weiß ich auch nicht. Wir können ja auch nochmal mit diesen Klecksbonbon ja nochmal ein bisschen rumwerfen und ja. Es passt zu Splatoon, das ist voll cool eigentlich, ne? Das gefällt mir. Das ist wirklich schön. Nur manchmal habe ich so das Gefühl, dass man irgendwie den Cursor manchmal nicht sieht, habe ich so das Gefühl. Aber gut. Da haben wir es geschafft, auf jeden Fall zu 100%, was in diesem Spiel im Story-Modus jetzt nicht besonders schwer war, weil es waren ja nur die Schriftrollen wohl gemerkt. Und ob es jetzt bei den Credits überhaupt jetzt noch die Facecam lohnt. Egal, ich lasse sie einfach an. Ja, wir haben es geschafft und ich möchte mal wieder zu meiner Meinung kommen zum Spiel. Es war am Anfang zu Splatoon auf jeden Fall so. Es kam im
Mai 2015 raus. Den genauen Tag weiß ich jetzt leider nicht und lügen möchte ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall war es im Mai 2015, als das Spiel rauskam. Da war ja noch nicht so viel anwesend mit den ganzen Updates und so. Am Anfang war es ein bisschen wenig. Okay, wir haben jetzt nur die Story gezockt, aber ich kann jetzt trotzdem mal vom Allgemeinen reden. Mittlerweile ist alles voll zu 100% geupdatet worden und so. Und somit ist auch alles viel besser geworden. Wirklich besser. Alles wurde geupdatet. Es kamen neue Waffen, neue Maps. Und erst in dem zweiten oder dritten Monat, als das Spiel draußen war, nach Release, gab es dann die Splatfests, die allgemein einfach nur Revierkämpfe waren, aber mit unterschiedlichen Teams. Da als Belohnung hat es dann trotzdem, obwohl man verloren hat oder halt gewonnen hat, je nachdem halt Supermuscheln bekommen hat, nochmal für extra zusätzlichen Stats für jeweilige Sachen. Und ja, mir hat es auf jeden Fall gefreut. Ich habe es privat gezockt, ich habe euch ab und zu die Dinger gezeigt, wunderbar. Und ich muss generell sagen, Splatoon ist eins der etwas speziellen Spiele von Nintendo, das einfach Bock macht. Es macht wirklich Bock. Es macht einfach nur wirklich Bock. Wie gesagt, es ist eins der speziellen Spiele von Nintendo, wo man sich denkt, okay? Und ja, ich bin mega gehypt auf Splatoon 2. Dies werde ich auf jeden Fall let's playen, sowohl offline als auch online. Die Story wird ein kleines bisschen anders sein, weil Aioli wird vermisst. Und auch wieder der Riesen-Elektrowelz. Und, ja. Die Story ist zwar leider ein bisschen billig, wie auf dem ersten Teil, wie die Mario-Spiele mit Peach, aber naja, das ist eine andere Sache. Aber, naja, der Story-Mode ist, finde ich, okay, aber man hätte vielleicht mehr machen können. Es wirkt ein bisschen wenig, das ist der 11. Part. Und, nur mal kurz zur Information, die Amiibo-Herausforderung mache ich nicht, weil die Story einfach nur beinhalten, beziehungsweise Story-Modus von den Leveln her und halt nur ein kleines bisschen herausfordernd sind mit einer speziellen Waffe oder generell mit speziellen Art, wie man die Level machen muss. Deswegen ist es für mich unnötig und ich werde dabei bleiben, nur den Story-Modus durchgezockt zu haben. 100%, du mit den Schreibtrollen und so weiter. Und ja, aber ich muss trotzdem sagen, mir hat es dennoch gefallen. Mit dem Story-Modus ist zwar ein kleines bisschen wenig, habe ich so das Gefühl. Aber ja, Splatoon 2 macht es im Story-Mode auf jeden Fall besser mit den verschiedenen Waffen, die man dann später halt benutzen kann. Im ersten Teil ist halt nur so, ist halt nicht anders. Und ja, wenn ich es bewerten würde, ja, hätte ich es damals schon zum Release gezockt, würde ich eine 72 geben, weil nicht am Anfang, also war nicht so viel zur Verfügung mit den ganzen Updates und so, aber mittlerweile mit dem Updates und halt auch schon komplett zu 100% schon alles geupdatet wurde, gebe ich ihm, vielleicht klingt es ein bisschen übertrieben, aber ich gebe dem eine 85 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo der Metascore liegt, aber ich gebe ihm eine wundervolle 85. Ich glaube, das ist doch recht okay. Und ja, ich bedanke mich dafür, wenn einige Leute mal mein Let's Play dazu geschaut haben. Wunderbar, es hat mich gefreut. Und ja, kommt das noch irgendwas? Ach ja, genau. Wenn man die Story durchgespielt hat, ob egal mit oder ohne Schriftrollen, glaube ich sogar, schaltet man den kompletten Heldenanzug frei. Also Heldenanzug Replik für Kämpfe online erhalten. Für die Kopfbedeckung sieht aus wie irgendwelche Kopfhörer. Dann halt die Weste und die Schuhe. Das war's auf jeden Fall soweit. Achso, nee, Octolinge kommen auch noch dazu. Octolinge-Anzug von Kämpfe online erhalten. Kommt auch irgendwas eigentlich, das nicht. Nee, das war's. Dann, ja, würde ich sagen, das war's mit Splatoon. Es hat mich gefreut, es mal wieder zu zocken. Und ja, auf jeden Fall werdet ihr es den letzten Part am Donnerstag bekommen. Also sprich, ein Tag vor Release von Splatoon 2. Und ja, das war's mit Splatoon im Story-Modus. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Splatoon 2 wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.